Willkommen zu Cinnamon Insight und zu unserer Kritik zum Thriller Schneemann. Er nennt sich selbst Schneemann. Er ist vollkommen wahnsinnig. Zwar ist erst gerade der Herbst eingetrudelt, heute haben wir es aber gleich schon von Schneemannen, genauer gesagt von einem Schneemann. Und damit von der Bestseller-Verfilmung von Jo Nesbø mit dem Michael Fassbender als ermittelnden Kommissar in der Hauptrolle. In Oslo verschwinden auffällig viele junge Mütter von der Bildfläche und das Einzige, was bleibt, ist ein Schneemann vor dem Haus der Opfer. Schnell wird klar, dass es sich um eine Mordserie handeln muss. Das ruft der Kommissar Harry Hole, gespielt von Michael Fassbender, auf den Plan, wo mit einer erst kürzlich zum Team gestoßenen Nachwuchsbeamtin, gespielt von der Rebecca Ferguson, gegen den mysteriösen Serienmörder ermittelt. Für den einsamen Wolf Hole wird es bald zu einer gefährlichen Jagd, vor allem, weil es den Mörder auf den engsten Kreis um den eigenwilligen Ermittler abgesehen hat. Also als allererstes ist mir aufgefallen bei Schneemann, die Kameraführungen sind wirklich sehr, sehr detailgenau und faszinierend eingefangen. Es hat ein paar Kameraeffekte, die für das geschulte Auge auffällt und das hat mir sehr, sehr imponiert. Ich bin mir zum Teil vorgekommen wie in einem Gemälde. Also es ist schon ein düster, trister Thriller, der sehr authentisch umgesetzt ist, indem er wirklich so den skandinavischen Stil hat. Es spielt ja in Oslo, Norwegen. Und es ist auch überhaupt nicht hochglanzmässig. Schneemann besticht mit einem super Cast. Nur schade, dass alle eher eine kleine Rolle haben. Ja, also es ist so, der Cast ist sehr gemischt. Also es hat viele schwedische Schauspieler dabei. Skandinavische, dann hat es der Michael Fassbender ist ihr und Charlotte Gainsbourg spielt mit und Chloé Sevigny, beides Französinnen. Ich finde aber, man hat wie ein paar Figuren, weil die so, wirklich, wie du gesagt hast, so kleine Rollen hatten, hätte man die auch weglassen können. Einfach einen Platz lieben. Ja, es waren sozusagen wie Blitzauftritte und dann hat man nicht gewusst, wieso und warum. Es ist eine klassische Whodunit-Geschichte. Auch wenn schon relativ früh klar wird, wer der Mörder ist, es bleibt durchgehend spannend. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle für alle, die das Buch gelesen haben. Der Film ist zwar an die Krimi-Vorlage von Jo Nesbø angelehnt, sie haben aber durch viele Sachverhalte verändert und neue Elemente hinzugefügt, sodass eigentlich der Film nie an die Spannung herankommen vom Buch. Aber es ist dafür auch, wenn man das Buch gelesen hat, eigentlich noch so ein bisschen überraschend. Zum Beispiel das Ende, ohne jetzt hier zu spoilern, ist wirklich im Buch schweißtreibend spannend. Also ein richtiger Page-Turner. Und ich finde, im Film ist es dann so ein bisschen, man weiss ein bisschen, auf wen es rausläuft. Dann kommen wir zu unserer Schneeböllenverteilung, ausnahmsweise heute, passend zum Thema. Ich gebe Schneemann 4 von 5 möglichen Schneeböllen. Schneemann ist ein klassischer Thriller, der grundsätzlich spannend ist. Und ich glaube, Leute, die das Genre gerne haben, werden ihre Freude haben am Thriller. Aber er kommt leider nicht ins Buch an. Darum gebe ich 3 von 5 möglichen Schneebällen. Gut, das wäre es wieder gewesen. Ich gehe jetzt, glaube ich, einen Punsch trinken. Gut, das wäre es wieder gewesen. Von Peace over and out.